Hallo! Seit meinem letzten Video, wo ich die Blumen gemalt habe, gab es wahnsinnig viele Nachfragen nach diesem kleinen Ding hier. Und auch nach dem, aber ich glaube, die meisten haben nach dem gefragt. Ja, und ich dachte, da könnte es vielleicht eine gute Idee sein, euch nochmal ein kurzes Video dazu zu machen und euch ein bisschen was über diese Gerätchen hier zu erzählen. Also, das hier ist ein Color Shaper. Ne? Didi. Und das auch und das auch. Der hier ist aber ein bisschen speziell, also der ist von einer speziellen Marke, die nennt sich Catalyst. Das hier ist der Catalyst Badge und den gibt es auch noch in solchen Ausführungen hier mit so Zacken rechts und links, noch in weiteren, aber gearbeitet habe ich mit dem. Im Prinzip sind das also alles Color Shaper, will heißen Gummipinsel bzw. Silikonpinsel und machen eigentlich alle das Gleiche, geben euch schöne Spuren an euren Bildern und sind nicht so hart wie Malmesser. Aber diese beiden oder insbesondere der machen schon alleine ein bisschen was anderes als der, weil ihr sie in der Arbeit, ne, natürlich anders haltet, zum Beispiel als das. Ja, und wie das so in der Anwendung aussieht, wollte ich euch halt hier in diesem kurzen Video dann auch noch mal in Kürze zeigen. Habt viel Spaß! So, dann geht's los. Ich habe eine Leinwand hier. Ihr könnt das Ganze auch erstmal auf Papier probieren, aber da verhält sich die Farbe ein bisschen anders. Also nehmt ruhig eine Leinwand, eine kleine Leinwand. Ich will jetzt kein fertiges Bild malen. Ich will euch einfach nur noch mal die Effekte hier mit dem Catalyst Wedge und dem anderen Color Shaper zeigen. Das heißt, ich habe hier den Catalyst selbst. Dann habe ich hier meinen Color Shaper. Ich habe einen kleinen Pinsel da und einen etwas größeren. Der ist nachher für das Innere der Blumen und der hier, das ist eigentlich total egal, welchen Pinsel ihr da nehmt, der hat nur die Funktion, die Farbe auf die Leinwand aufzutragen. Dann habe ich ein helles Magenta und ja, so ein dunkles Magenta, Violett, Pflaume und einen Orangeton. Am Anfang tut ihr euch einen Gefallen, wenn ihr Farben nehmt, die von sich aus schon schöne Mischungen miteinander ergeben. Und dann Schwarz. Diese drei Farben, die sind, wie ihr seht, etwas standfester. Das ist eine Studienqualität. Und das Schwarz ist etwas flüssiger. So, das packe ich mal beiseite. Und dann habe ich hier noch Papiertücher, um die Color Shaper zwischendurch abzuwischen. Genauso gut könnt ihr aber auch hier das am Papier oder auf einer anderen Leinwand die Farbe abreiben. Ne? So, also dann legen wir mal los. Wie gesagt, soll kein fertiges Bild werden, sondern es geht mir einfach nur um die Nutzung des Color Shapers oder des Catalyst Wedge an sich. Und zwar nehme ich jetzt mit dem Pinsel, muss ich mal das hier doch ein bisschen hierher verrutschen, dass ihr die Palette doch auch seht. Schub, schub. So, da ist sie. Ich fange mal an mit den hellsten Farbtönen und trage einfach die Farbe auf. Ja? Schub, also hier möchte ich eine Blume haben und mache da mal nochmal einen Klecks. Ne? Hier nur so mit der Ecke. So. Und im Prinzip ist das total egal, was ihr da für eine Form macht. Also ihr müsst hier nicht schon anfangen zu malen, weil die Form als solches, die holt ihr nachher mit dem Color Shaper raus. Deshalb mache ich hier bewusst jetzt auch mal als Vergleich so was Rundes. Ne? So, dann Pinsel abstreifen und dann tragt ihr die nächste Farbe auf. Ne? Hier bleiben wir mal in diesen langen Pinselzügen. Schwupp. Ne? Und hier bleiben wir mal in dem runden. Ich werde euch gleich auch noch mal sagen, warum. Also warum außerdem. So, Farbe hier wieder rausholen. Nächste Farbe. Zack. Manche werden jetzt sagen, ja, das sieht ja schon so blumig aus. Ja, ich weiß schon ein bisschen, was ich tue, ne? Aber im Prinzip folge ich hier nur so einer Dreiecksform. So, und hier gehe ich nochmal wieder in diese Kreisbewegung. Außerdem machen wir mal hier mit einer Ecke so und einer so nochmal so eine kleine Knospe. Den Pinsel braucht ihr jetzt eigentlich nicht mehr, den könnt ihr schon beiseite legen. So,
Und jetzt gehe ich da mit dem Katalystwedge ran. Entweder mit der Kante bei großen Seiten, ne, oder mit der kurzen Kante. Ich fange jetzt hier einfach mal mit der an. Jetzt seht ihr schon, was passiert. Der kratzt nämlich die Farbe wieder weg. So, und nur da spielt das ein bisschen eine Rolle. Die Leinwand speichert als erstes immer die Farbe, mit der sie als erstes Kontakt hatte. Das heißt, hier traf als erstes das Rosa auf die Leinwand, also kommt das da auch wieder heller leuchtender zum Vorschein. Ja, und hier ist ja jetzt Farbe dran, das heißt, wenn ich den jetzt da ansetze, trage ich die Farbe auch nach da. Schwupp. Also kreiere ich eine neue Form. Das war das, was ich meinte mit dem, ihr müsst euch jetzt noch keine Mühe geben, über die Form zu entscheiden, weil das tut ihr danach eben mit dem Werkzeug. Na, und ihr seht, ich gehe hier also mehrfach rüber und arbeite jetzt quasi meine Form raus. Ich kann mal die ganze Fläche aufsetzen. Ich kann aber auch mal nur mit einer kleinen Seite oder nur mit einer Kante da reingehen. Ja? Ja, und natürlich kann ich auch in unterschiedlichen Richtungen arbeiten. So. Und da gehe ich dann halt mal so lang. So, und das sollte ich jetzt, also entweder kann ich damit natürlich neue Blumen kreieren, das mache ich mal hier, ja, Farbe aufsetzen und wieder wegziehen. Aber die Farbe vermischt sich hier natürlich jetzt sehr dran, so dass man diese schönen Farbunterschiede, wie sie sich hier ergeben, da nicht mehr hat. Ne? Deshalb ruhig zwischendurch mal sauber machen, am Tisch einfach die Farbe auffangen. Bei mir ist das hier so Packpapier, das wird hinterher auch verwendet für Collagen, also ich lasse nichts anbrennen. So, dann haben wir hier dieses Runde und da gehe ich mal einfach von innen nach außen. Hier sieht man schön, da drückt sich jetzt die Leiste durch. Das ist kein schön gespanntes Tuch. So, und da kann ich immer in so Kreisbewegungen arbeiten, ne? Und kann aber dann auch einfach mal hier die Farbe wieder so rüberziehen. Ah, also bei sowas hier, das ist jetzt der Vorführeffekt, ne? Wenn ihr das macht, dann solltet ihr schon darauf achten, dass euer Tuch ordnungsgemäß und fest gespannt ist, damit sich sowas gar nicht ergibt. Ansonsten hilft dann nur, ne, hier anheben, was drunter packen, aber eine ordentliche Leinwand sollte so nicht sein. Wie gesagt, ich habe es jetzt vorher nicht gespannt, weil es mir hier nicht um eine ganze fertige Arbeit geht, sondern einfach nur darum, euch was zu zeigen im Kleinen. Ja, ich mache hier nochmal so ein Blättchen und ziehe da nochmal. Da haben wir jetzt so eine abstrakte Rose. Im Prinzip ganz einfach. Ne, Farbe wieder weg und jetzt gehe ich mal mit der kurzen Seite. Machen wir das, damit ihr nochmal seht hier, wie eben die einzelnen Farben stehen bleiben. Ich ziehe das mal von hier oben weg. So. Zack. Ja, da ist es dunkler als da und weil da noch ein bisschen Orange irgendwie dran war vorher am Pinsel, wird selbst das gespeichert. Das Ganze hat so ein bisschen so einen Encaustic-Effekt. Und um hier nochmal eine andere Farbe reinzubringen, kann ich das natürlich hier auch ablegen. Natürlich kann man die Farbe auch so wie da dicker stehen lassen. Also im Prinzip alles kein Hexenwerk. So, den brauchen wir schon gar nicht mehr. Ich lege den mal dahin. Macht den ansonsten, ihr macht den bitte auch sauber in Wasser. Ich bin da immer so ein bisschen ferkelig und habe halt hinterher die ganze Arbeit. So, und jetzt habe ich einfach mit dem anderen Shaper, weil ich den da anders führe, mag ich den dafür halt lieber. Hier nur mit der Ecke setze ich hier an meine Blüte zum Beispiel so ein, ja, so ein Gefäß. Einfach das, wo die Blume an dem Stiel ansetzt, ja. So, natürlich kann ich auch das wieder sauber machen. Wenn mir das zu intensiv ist, kann ich auch das natürlich ein bisschen wieder wegnehmen und bekomme wieder diesen Encaustic-Effekt und dass es da ein bisschen eingraut und nicht mehr ganz so deckend schwarz ist. Und für die Stiele ziehe ich den einfach nur senkrecht runter. Du. So. Na, solche kleinen abstrakten Schlieren hier. Ich mag das halt ganz gerne. Das soll ja gar nicht so ordentlich sein. So, das war jetzt ein bisschen sehr dick, aber das ist auch überhaupt nicht schlimm. Da wird dann nochmal hier so ein Blatt raus oder ein weiterer Ast. Ne? So, also für die Stämme immer einfach runterziehen. So. Oder für Blätter geht ihr halt in die Seitwärtsbewegung und da wird mal gedrückt
und dann zieht man das einfach so hoch. Zum Beispiel, schwupp, düdüdü. Ne, da muss man sich dann auch mal ein bisschen trauen, das kann man ganz gut auf Papier üben, aber wie gesagt, denkt daran, dass das bei Papier funktioniert das nicht ganz so gut mit dem Shaper, weil das Papier sofort euch die Farbe anzieht und die euch wegtrocknet und dann lässt die sich nicht mehr so gut verziehen und verschieben. Na, aber zum Üben der Bewegungen geht das auf Papier natürlich auch super. So, und hier habe ich jetzt gedacht, das ist so ein bisschen für so eine kleine abstrakte Rose. Da mache ich jetzt einfach mal hier so ein paar Blättchen dran. Na, so. Die kommen halt hier bei mir aus der Bewegung. Das muss man eben ein bisschen üben. Schwuppdiwuppdi. Und dann kommt hier ein Blatt dran und da und da und da und da. Weil das eben ein flexibler Gummipinsel ist. Ja, das war es eigentlich schon. Also hier bei der Rose braucht man im Prinzip nicht mehr viel Dunkles. Ne? Da könnte man jetzt auch hier so einen dunklen Punkt irgendwie reinsetzen und das ein bisschen abdunkeln. Muss man aber nicht. Kann man hier machen, muss man aber auch nicht. Und hier kann man es machen, muss es aber nicht. Und ich würde sagen, ich lasse es jetzt mal, weil ihr habt es in dem anderen Video ja gesehen, dass ich hinterher noch mit dem kleinen Pinsel dann mit Schwarz in die Blüten reingegangen bin und dann noch weiße Staubgefäße gesetzt habe. Hier ging es jetzt einfach um die beiden. Und ihr seht, das kann recht einfach sein. So, ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß und habt einiges Neues gelernt über diese tollen Dinger hier, über die Color Shaper. Und seid vielleicht denen jetzt so verfallen, wie ich das bin. Ich habe die nämlich wirklich andauernd in der Hand. Sowohl in meinen Blumenbildern als auch in meiner abstrakten Arbeit oder in meinen Porträts hier. Ja, und wenn ihr noch mehr wissen wollt über diese Color Shaper, was man damit machen kann, wie man sie richtig anwendet, über meine Malmesser, über meine Pinsel, über meine Farben, was ich für Farben benutze, wann, wie, wo und über meine Basic-Techniken, dann habe ich eine Überraschung für euch. Denn ich habe, yes, tschakka, endlich diese Video-Tutorials gemacht zum Downloaden. Den Link packe ich euch hier unten rein, wo ich alle meine Werkzeuge zeige, die erkläre, ihre Handhabung erkläre, ganz in Ruhe, mit Nahansichten. Ja, ganz ausführlich eben all diese Fragen beantworte, das alles zeige. Ein so ein Video, wo ich sage, das sind so Basic-Techniken, ne, wo man super drauf aufbauen kann, also was man einfach wissen sollte, damit man da weitermachen kann. Und aber auch ein Video, wo ich ein komplettes Bild male, zum Beispiel wirklich Step-by-Step, wo man mitarbeiten kann, das nacharbeiten kann. Und da seht ihr auch den Trailer gleich hier, den packe ich entweder direkt dahinter oder ans Ende des Videos. Ja, der einzige Wermutstropfen, die sind nicht ganz umsonst. Ich weiß, dass ich nicht erklären muss und mich nicht entschuldigen muss, dass ich für etwas Geld nehme, weil das total normal ist, dass etwas, wo jemand viel Zeit, Liebe und Arbeit investiert hat, Geld kostet. Aber wenn es nach mir ginge, dann würde ich das alles frei verfügbar halten. Aber auch ich muss ja von irgendwas leben und meine Ateliermiete bezahlen. Und ich muss natürlich auch fair gegenüber meinen Malschülern bleiben, die eben Geld in die Hand nehmen, wenn sie hierher kommen, um einen Workshop zu buchen und von mir zu lernen. Deshalb werde ich das ein bisschen getrennt halten. Das heißt, ich werde immer weitermachen, gratis Inhalte hier zu posten, aber die werden eben ein bisschen anders sein, ne, als die Videos da, die man downloaden kann, die was kosten. Ich denke, das kann jeder verstehen, aber ich werde die Beträge auch klein halten, weil ich schon möchte, dass sich das auch jeder leisten kann. Ja, und wenn euch das gefällt, dann würde ich davon halt noch viel, viel mehr machen. Ich würde mich super, super, super freuen, wenn ihr euch das anguckt, wenn ihr davon noch viel mehr lernen könnt und wenn ihr mich da auch unterstützt. Ja, und wenn nicht, dann sehen wir uns halt spätestens hier wieder. Da freue ich mich genauso drüber. Und im Moment, wenn es euch gefallen hat, freue ich mich ganz doll über euren Daumen hoch, über euren Kommentar, über eure Wünsche und fürs Abonnieren und euch einfach bald wieder hier im Kanal zu sehen. Jo, und für den Moment sage ich einfach dann bis zum nächsten Mal. Bleibt schön bunt und passt auf euch auf. Tschüss!
Hello everybody. After my latest video, there was a lot of questions about this little tool here. Yes, and also about this one, but I think the most of you was asking about this one. So I was thinking it could be a good idea to make a further short little video about these tools and to tell you a little bit more about them. So this is a color shaper, and this is a color shaper too, also like this one, but this is a little special one. It's from the brand Catalyst. His name is Catalyst Verge. It's available also in different shapes and other shapes like this with little cuttings here. All these tools here are color shapers. That means that these are paint brushes made of rubber or made of silicone. It's in English the same word, silicone. Okay, so they are doing the same thing. They are giving you traces in your paintings, and these traces are not so hard like if you make them with a knife, because the tools are not so hard like a knife. But this one gives you a little different trace, or it's interacting a little bit different with your color, with your paint, and in your work like this one. For example, for the reason that you have to hold it in a little different way while you work, because here you have it like this and you hold this one like this. So I show you in this video a little bit more how to use it and what you can do with these tools, and I hope that you have a little answer then. So have fun and enjoy! Okay, so let's start our little shaper tutorial for the flowers. I have my color shaper here, my Catalyst Verge color shaper. I have a paintbrush, but it's not important what kind of paintbrush it is, because it's just for applying the color. And a smaller paintbrush with which one I add in the end some black in the middle of the flowers. Then I have a paper towel for cleaning the color shapers, for example, but you can also clean your color shaper on a paper or on another canvas or on a paper. I use this kind of paper later for collages. And I have four colors here, orange, a pink or magenta, I don't know how to spell it correctly, and a violet or plum or these three are a student quality, and the black is a little bit more liquid, but it should work with every kind of color. So for the beginning, it is a good idea to choose three colors which looks always beautiful together. Which have a good harmony. So maybe not a red and a green for the beginning. So this one, if they are mixing, that look always nice. Okay, so and I have my canvas here. So you can try it also on paper, but take care, the color dries much more faster on paper, so it works not as good like on canvas. So I have chosen the small canvas here because for the moment it's not my interest to make a complete painting. I just want to show you something, how it works with the color shapers.
So you can try it on a small one, or you can practice also on paper before, because maybe it works not with the colors, with the effects, but it's good to practice the moving, for example, for the shapes. Okay, so for the beginning we need the paintbrush, and we start with the lightest color, with an orange, and I just apply the color like this, so in strokes like that, but I don't have to paint the flower, I just have to apply the color, because the flower comes out later, because you are giving everything a shape with a color shaper. So for doing an example, I will work here in a circle, so that you can see that it's not important like that, in which direction you work. So after you have applied the first color, you clean up your brush without water, just on the paper, or on your paper towel, or on your palette, and you take the second color and you do the same. You place the second color close to the other one, and also in round circles, like this. Or you make a little dot for tiny little flowers, and clean your brush. And now we take the darkest color. Okay, so somebody of you will say, "Oh, she's knowing what she do. She already paints a flower." Yes, I painted already a lot of flowers, but finally I just work in that shape here. It's not of interest if you put the color there or there. I will show you that in a short moment. Okay, another dot here, and I will add some color there. And here in that circle. Okay, and maybe a little bit here. And now you can clean your brush because you don't need it anymore. And now we take the color shaper, and finally we go to remove the color. And take care what happens. So you can work with this shape here. Always a short one, depending on the area where you want to work. So I start here and I remove the color. And now you can see what happens. And you remove the color and the canvas will always keep this color, which was first in contact with the canvas. So that is the only thing to take care of, where you put which color, but not for the shapes, because now here is on the shaper, here's color now. So if I go now outside here, I create a further new shape like this. I go outside here and you can see that I become much more larger than at the beginning. You can go inside here and you make your personal flower. So meanwhile you can't clean your your color shaper on the paper like this, but you can also take the color and put a new layer like here and remove it again. It's more clear if I take the darker color. I apply the color now. So you are never in the end. You have always a chance to change something, to create new strokes, new shapes. And you can also just, you can work, like I said before, with this complete side, or just with one little tiny corner to add little scratches
all lines. Okay? So here you have one abstract flower, and I go a little bit more outside here. And I will show you here, if you make this tiny little thing, zack, you have a small little flower. And it looks a little bit, I said it in German, it looks a little bit like wax and caustic. I don't know if it's the same word in English like in German. But I like it very much, and I love to work in this way. So you can create little flowers like that, but also just make little dots for little flowers. Okay? So, and for the round shape, trust me that it's not important in which way you apply the color, if it's a circle or something like that, because there will always comes out something beautiful. So here I work also in a circle and little rounds, and also I go more outside like this. Okay, here you have it's the same like in the German part before. Here you have the frame, and this canvas, and I didn't stretch it correctly before, so then you get traces like this. So you have to take care if you want to realize a painting. You have to stretch your canvas correctly, or if you have for trying something like that, you can put your hand under it, and you push a little bit here, and then you can go over it again so that it's not to see. But it has not to be like that. But I was not taking care of it before, because for me it's not important. I just want to show you the technique here in general. Okay, so here we have a kind of abstract rose, and I can add more little petals here. Yes, but if you have a lot of color here, there is a point where you have to take care if you want to apply new color, because this is a mixture of the three colors, and it comes out a little bit of brown. So if you want to add a new fresh color, you have to clean this meanwhile working. But I keep it like it is here now, or I add just one little trace here. So okay, like this. Okay, so ready. And what do you think? It looks like abstract little flowers, no? Okay, now I change my tool, and now for the stems, I use this one because it's for me, it's I can more hold it like a paintbrush. For me, it's more easy to move it in this way, and it's more easy to use the edges. So now I take the black, and I just apply the black with one little corner here and here. So you can see it works too with just small things. Here I can push a little bit more. And for painting the stems, I do it like this, and I just pull it down. And here's the same. But you have to keep what you get, something like that. But it's abstract, it's spontan in German. I like it very much. It has not to be so correctly. And so if you have somewhere too much of black, you can clean your color shaper, and you can remove it here like this and create something new little stems. Tuck, and go out here
And the stem goes here. And here for the small ones, I just work with the edge. Zack. No matter which kind of flower it is here, it's an abstract one. Okay, something like that. And you can also do something like that. Now I push a little bit more here in my move to complete my my flower. I can also go over it like this. Some little here. It's on you how to how much you want to add. And like I said before, it's a little bit difficult to practice this on paper because the color is drying too fast on paper. But for the stems and for something like this, you can easily practice on paper just for getting the move and to understand the technique. Okay, here I create like I said, a kind of rose flower. And you can see that I can create leaves. Is this the right word? By changing the direction and to giving a little bit more of pressure and changing the angle. Okay, and I can add some tiny little things here more. Tick. Tick. I just work with the edge again. And I like here to work with a liquid black. It's acrylic, but a very liquid one. So it's more easy to work with this kind of color for me. Okay, so it looks easy, no? And it looks beautiful. I like these flowers very much. And they are easily made with these tools. You can also apply the color with your fingers before, so you don't really need a paintbrush. Yes, and in my latest video where I was painting the flowers, you have seen that I was adding some black in the middle of the flowers with a paintbrush. In this rose flower, we don't need additional black, and I don't gonna go to do it here now. You can see the step in the other video. I think it was important to show you the use of the catalyst wedge and the other color shaper for creating flowers like this. Okay, so I hope that you are completely in love now of these cool, fantastic color shapers like I am. I really, really love them, and I have them a lot of times in hands. I use them in my floral paintings, I use them in my abstract artwork, and also in my portraits. So maybe you'll like to try them now too. So, and if you would like to know more about these color shapers, more about my work, more about my knives, about my paintbrushes, about my basic techniques, about my colors, which kind of color I use, why, and which moment, I have a little surprise for you. Yes, check out, because I made these video tutorials for download. You can see the trailer in the end of this part, or maybe just in the end of the video. I have to see how it works. And I will put the download link in the information box. But
It's not completely for free. So I know I don't have to say sorry. I don't have to explain that I charge a little amount for them. Because it's completely normal that somebody take money for something where somebody was investing a lot of time, a lot of love, a lot of work. But if you asking me personally, I would love to share everything for free, but me too, I have to live from something, and I have to pay my studio rent, but much more important, I have to stay fair with my students, which are coming here to learn from me, which are paying me in my studios and my workshops. So I have to keep the content a little bit different. That means I have to keep the free content a little bit different from the paid content. I will always continue to upload something for free and make free videos, no question. But I will be very happy if you come also to support me there. And if you would love to learn much more from me. If not, I'm happy to say hello again here and to meet you here in my channel. Yes, and for the moment, I have nothing more to say that I hope you liked it. If yes, thank you for your thumb, for subscribing. And we see us again here. Thank you. Take care of you and stay colorful. Bye-bye.